Jetzt gibt es einige Eigenschaften vom Pascalschen Dreieck bzw. vom Binomialkoeffizienten, die man wissen muss. Erste Eigenschaft, n über k ist eine Zahl und diese Zahl gibt an, wie viele Möglichkeiten es gibt, aus n Objekten k auszuwählen, wenn die Reihenfolge egal ist. Das wäre doch schon mal was fürs Theorieheft. Das wird immer wieder abgefragt, was das bedeutet. Gut, okay. Zweite Eigenschaft, du siehst, es stehen am Rand immer Einser. Naja, was ist denn am Rand für eine Zahl? Da steht doch immer, das k ist gleich 0. Also hier steht 0 über 0, 1 über 0, 2 über 0, 3 und so weiter. Und am rechten Rand genau dasselbe, da steht ja immer dann das letzte mögliche k und das ist genauso groß wie das n. Also hier steht 0 über 0, 1 über 1, 2 über 2, 3 über 3, 4 über 4, 5 und so weiter. Das bedeutet, wir haben jetzt folgende Regel. N über 0 oder n über n ist immer 1. Das wird dann auch manchmal bei den Aufgaben für Matura zum Beispiel weggelassen, weil es ja eine Multiplikation mit 1 ist, die man nicht hinschreiben muss. Also da steht oft dieses 5 über 0 zum Beispiel oder 5 über 5 dann gar nicht mehr in der Formel da und man muss es aber trotzdem ankreuzen, weil es sozusagen die richtige Formel ist und weil dieses einmal irgendwas weggelassen werden darf. Also im Hinterkopf behalten, n irgendwas über 0 beziehungsweise irgendwas über irgendwas ist immer 1. Gut, nächste Eigenschaft. Schauen wir uns jetzt einmal die zweite Zahl in jeder Reihe an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder die vorletzte Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die entspricht ja immer genau diesem n. Bedeutet zum Beispiel 3 über 1 ist gleich 3. Oder 6 über 1 ist gleich 6. Immer dran denken, hier beginnt es ja mit 0. 6 über 1 ist gleich 6. Und die vorletzte Zahl ist aber dann auch 6. Also 6 über 5 ist auch 6. Ja, das ergibt jetzt folgende Regel. Hier steht sie. Irgendwas über 1 ist dieses Irgendwas. Also zum Beispiel 6 über 1 ist 6. Und genauso die vorletzte Zahl kriege ich ja, wenn ich 1 weniger nehme als n. Also zum Beispiel 6 über 5 ist auch immer 6. Auch das steht manchmal in diesen Bifi-Formeln, wo man dann die richtige Formel ankreuzen muss, nur so hin, dass hier nicht mehr zum Beispiel 6 über 1 steht, sondern einfach nur mehr ein Sechser. Und man muss erkennen, dass das genau das Richtige ist. Allgemein könnte ich natürlich sagen, n über irgendwas ist dasselbe wie n über n minus dieses irgendwas. Also hier kann statt dem Einser irgendeine Zahl stehen, auch wenn man dann nicht weiß, was da rauskommt. Das ist jetzt aber eher nicht so wichtig. Gut, damit haben wir schon die wichtigsten Eigenschaften vom Pascalschen Dreieck aufgeschrieben. Also diese 1, 2, 3 verschiedenen Eigenschaften solltest du unbedingt als wichtigen Lernstoff ins Theorieheft schreiben.